Kaum wurde Verliebt offiziell für Die Sims 4 veröffentlicht, sind wir schon geistig bei der nächsten Erweiterung, über dessen Thema wir jetzt etwas mehr wissen. Es ist extrem wahrscheinlich, dass wir uns auch in diesem Jahr über zwei Erweiterungen freuen können. Die erste ist natürlich mit Verliebt bereits klar, jetzt gab es aber auf Twitter Gerüchte zur zweiten. Simmatically ist hier wieder mit involviert, der anscheinend ein paar Insider-Infos zu unserer Lieblingssimulation im Gepäck hat. So konnte er nämlich bereits in der Vergangenheit öfters Themen und Erweiterungen vorhersagen, so bei Pferderanch die Welt, Ziegen und Schafe oder das Thema der aktuellen Erweiterung. Jetzt hat er wieder einen vermeintlich neuen Hinweis gestreut. Schon vor einigen Tagen hat er nämlich diesen Tweet als Rückantwort gepostet, in dem er schreibt, dass er für eine zweite Erweiterung in diesem Jahr sterben könnte. Das ist ein recht eindeutiger Hinweis auf ein Pack mit Bezug auf den Tod oder allgemein dunkle, vielleicht auch etwas spirituelle Themen. Welches uns hier erwarten könnte? Bekommt der Sensenmann hier etwa noch mehr Aufmerksamkeit? Wer weiß? Sims Community hat herausgefunden, dass auch ein weiterer Hinweis direkt von einem Sim-Guru im Livestream von Lil Simsy gestreut wurde. Beim Anspielen der Verliebt-Erweiterung nämlich hat Sim-Guru Ninja folgendes in den Chat geschrieben. Mach dir keine Gedanken, ältere Sims werden bald besser sterben. Auch wenn es im Stream gerade um trainierende ältere Sims ging, ist das eine etwas kryptische Aussage, die recht eindeutig ein Hinweis ist. Es scheint also auch so zu sein, als würden ältere Sims mit der nächsten Erweiterung mehr Aufmerksamkeit erhalten. Was konkret enthalten ist, ist derzeit aber noch schwierig zu sagen. Was wünscht ihr euch für die nächste Erweiterung? Wie genau könnte der Sensenmann hier etwas mehr Aufmerksamkeit erhalten? Lasst unbedingt ein Abo da, um keine weiteren Sims News zu verpassen. Also dann, bis zum nächsten Video.